Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute stelle ich euch Part 3 meiner Nintendo Wii U Collection vor, wie immer 10 Spiele. Wenn es ein Spiel für eine andere Konsole gibt, steht das unten in der Videobeschreibung. Oder ich werde es im Video erwähnen, wenn ich es nicht vergesse. Außerdem werde ich zu jedem Spiel einen Trailer unten in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, sollte ich meine Stimme ein bisschen erkältet anhören, das liegt daran, dass ich ein bisschen erkältet bin. Dafür entschuldige ich mich. Und wenn ihr so ein Piepsen hört, das ist mein Kühlschrank, der ist leider so laut, dafür entschuldige ich mich auch. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit Platz Nummer 10. Da haben wir Nintendo Land. Ich glaube, Nintendo Land war damals beim Release bei der Wii U dabei, also bei manchen Sets. Ich habe mir das dann damals mal für 10 Euro neu gekauft. Und es ist eine Minispielsammlung, die ganz nett ist. Also mir gefallen nicht alle Minispiele. Die meisten Spiele kann man bis zu 5 Spieler spielen. Es gibt aber auch ein paar Spiele, die kann man leider nur zu einem Spieler spielen, wie Tanz der Krake. Meine Lieblingsspiele sind zum Beispiel Luigi's Geister Wheel, weil man das halt mit mehreren spielen kann. Und der mit dem Pad kann dann sozusagen den Geist spielen, war das glaube ich gewesen. Die anderen müssten es suchen. Wie war das noch? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall für kleines Geld eine Empfehlung. 30 Euro würde ich da jetzt nicht mehr für bezahlen, auch damals nicht. Ich meine, für 10 Euro ist das schon ein guter Preis für eine Minispielsammlung. Und wenn man ein paar Freunde hat und ein paar alte Remotes, dann macht das schon Spaß. Und ja, ist exklusiv für Nintendo Wii U, kann man sich für kleines Geld in die Sammlung holen. Auf Platz 9 haben wir Devil Certs. Das Spiel hatte leider nur englische Sprachausgaben und englische Bildschirmtexte wie französische, keine deutschen. Fand ich ein bisschen schade. Ist aber ein nettes Action-Game. Viele wissen nicht, dass das Spiel damals für die PS3 und Xbox 360 erscheinen sollte, aber da ist ja THQ pleite gegangen. Und dann hat Nintendo gesagt, okay, dann bringen wir es raus. Und das merkt man halt das Alter des Spiels. Die Grafik ist jetzt nicht die beste, wobei man sagen muss, die Charakter, die Modelle davon, die sehen schon sehr gut aus. Und hier und da auch das ein oder andere Level ist ein 0815 Action-Game von der Stange. Aber ich muss sagen, bis man es durch hat, bleibt man am Ball. Die Bosskämpfe sind sehr gut gemacht. Und man hat schon seinen Spaß damit. Und das Spiel kostet auch nur noch 29,99 Euro. Dafür kann man sich das in die Wii U-Sammlung holen. Der Online-Modus, der ist nicht die Rede wert. Der macht zwar hier und da Spaß eine gewisse Zeit, aber da geht schnell flöten der Spielspaß. Vor allem das mit diesen goldenen Eier sammeln, dass man dafür Kostüme kaufen kann. Aber der Online-Modus wird sowieso Ende des Jahres eingestellt, was ich ein bisschen schade finde, weil nach einem Jahr direkt den Online-Modus einstellen, auch wenn da nicht viel los ist, ist das ein bisschen Kacke für die, die das sich gekauft haben und gerne spielen. Aber gut, ist eben nicht meine Entscheidung. Ist übrigens auch exklusiv für die Nintendo Wii U. Auf Platz Nummer 7 haben wir, 8 meine ich, Entschuldigung, haben wir den Super Mario Maker. Den habe ich mir in der Amiibo Edition gekauft. Und jetzt fängt es gerade an zu regnen, aber ich hoffe, das wird nicht stören. Ja, ist ein gutes Spiel. Wenn man ein kreativer Mensch ist, kann man sich da echt schöne Level zusammenbauen. Ich persönlich bin da leider nicht so gut drin. Spiele über die anderen Levels. Muss aber auch sagen, auch wo das Spiel gut ist und einen auch sehr viel gibt und man auch viele Level spielen kann durch andere User und auch Nintendo das sehr gut supportet, ist das jetzt nicht so meins. Also das liegt aber auch daran, dass ich lieber spiele, als was zu erstellen. Also du kannst mich mit Time Park und sowas kriegen, aber mit so Levels-Editor bin ich jetzt nicht so der Mensch für. Wenn man sowas mag, ist es auf jeden Fall ein Muss. Für die anderen, die sollten sich lieber ein richtiges Mario kaufen. Aber es ist schon ein Must-Have für die Wii U-Sammlung, wie ich finde. Auf Platz 7 ist übrigens auch exklusiv Nintendo Wii U. Auf Platz 7 haben wir Tesla Grad. Das ist ein Geschicklichkeitsspiel. Man spielt einen Jungen, wie war das nochmal, der sich gegen die Verschwörung des Königs oder sowas auflehnen muss. Hat einen sehr schönen Grafikstil, so 2D, 3D, einen sehr schönen Soundtrack. Ist ein Geschicklichkeitsspiel. Da komme ich leider an einer Stelle nicht weiter. Aber ich will das auf jeden Fall durchspielen. Das gibt es bei uns auch für die PS3 und PS4. In unseren europäischen Nachbarn gibt es das auch als Vita für die PS Vita. Und die will ich mir auch noch kaufen, die Fassung. Und ich hoffe, dass ich es durchkriege. Also wenn ihr das für kleines Geld seht, nehmt es mit, wenn ihr Geschicklichkeitsspiele mögt, weil es echt gut ist. So, dann kommen wir zu Platz Nummer 6. Das ist Lego City Undercover. Das ist eins meiner Lieblings-Lego-Spiele und ein Exklusivtitel für die Wii U. Da gibt es auch eine Vorgeschichte für den 3DS. Die soll nicht so gut sein, aber ich kann euch sagen, das Lego-Spiel ist richtig cool. Macht eine Menge Spaß. Natürlich wiederholen sich die Aufgaben da auch hier und da. Aber mir hat es trotzdem gefallen und ich kann es nur empfehlen, wenn ihr da nicht so viel Geld für bezahlen wollt, Nintendo hat das Spiel vor einiger Zeit in der Select Edition veröffentlicht, dann kostet das so um die 19,99 €. Lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn man kein Lego-Fan ist. Einfach mal unbedingt anschauen und einen Trailer ansehen, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Dann haben wir auf Platz Nummer 5 Splatoon. Splatoon war mal was Neues, ein Online-Spiel, Offline-Spiel kann man ja auch ein bisschen sagen. So ein Shooter-Action-Game, wo es um Farben geht. Sehr kreativ gemacht von Nintendo und eigentlich ein Top-Titel, hat sich auch super gut verkauft, zu Recht. Nur mir persönlich gefällt es nicht, weil da ein paar Sachen fehlen, die ich gerne in diesem Spiel gesehen hätte. Zuerst mal, es gibt einen Offline-Modus, einen
ein Singleplayer-Modus, kann man Story-Modus sagen, ist es aber nicht, ist eher um die Steuerung zu lernen und alles. Da hätte man was mehr machen können und es wäre cool gewesen, wenn es zumindest einen Offline-Vierspieler-Modus gibt, wo man spielen hätte können oder einen Kooperationsmodus mit einer richtigen Story, dann wäre das Spiel perfekt gewesen. So ist es leider nur ganz kurz Offline-Modus und sehr, sehr viel Online. Wird zwar von Nintendo auch sehr gut supportet, da kann man nicht meckern, aber ich bin nicht so der Mensch, der so viel Online spielt und da ist es wiederum schade. Wenn man aber viel Online spielt, dann hat dieses Spiel auf jeden Fall eine Wii U-Sammlung zusammen, weil es auch richtig cool ist. Ich habe es am Anfang viel gespielt, aber dann hat es leider nachgelassen. Es ist aber ein richtig cooles Spiel und wenn man halt viel Online spielt, ist es auf jeden Fall auch zu empfehlen. Wenn ihr jetzt ein Offline-Spieler seid, dann schaut es euch lieber erst an, aber es macht schon Spaß und der Offline-Modus ist halt zu kurz. Das ist leider das Problem. Dann kommen wir schon zu den letzten vier Spielen. Ich mache jetzt nochmal einen kurzen Schnitt und dann geht's gleich weiter. Bis gleich. Das nächste Spiel ist ein Remaster und zwar von The Legend of Zelda Twilight Princess. Da haben ja viele gemeckert, ja, schon wieder ein HD-Remake. Es gibt ja auf der Nintendo Wii U nur zwei. Also ich würde mich wünschen, wir wünschen, wenn es von Luigi's Mansion ein HD-Remake für die Wii U geben würde. Habe ich nicht verstanden, die Kritik. Weil auf anderen Konsolen gibt es viel, viel mehr HD-Remakes als für die Wii U. Da gibt es meiner Meinung nach nur zwei. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, Zelda Twilight Princess ist eins meiner Lieblings-Zelda-Spiele. Wenn man die Wii-Fassung hat oder GameCube-Fassung, braucht man das denn noch? Also wenn ihr den Twilight-Teil mögt, wie ich kaufe mir so Spiele halt gerne, wenn ich Spiele davon sehr gerne mag, kann ich ja sagen. Aber auch die technische Umsetzung haben sie gut hingekriegt, würde ich sagen. Also die Grafik ist schon schöner, das sieht man aber eher in bewegten Bildern. Nur die Charaktermodelle, die haben sie nicht so schön gemacht, wie ich finde. Ansonsten tolles Zelda. Es gibt ja auch noch so ein extra Dungeon, wo man dann reingehen kann mit seinem Wolf-Amiibo. Und ja, ist jetzt nicht wirklich viel, aber es ist trotzdem cool. Ich liebe dieses Zelda und deswegen ist es für mich ein Must-Have auch für die Wii U. Auf Platz ist übrigens auch exklusiv für Nintendo Wii U und Wii und GameCube. Und das ist übrigens exklusiv für die Wii U. Aber ich werde es euch auch noch in meiner Videobeschreibung verlinken, dann könnt ihr es nochmal betrachten. Dann haben wir auf Platz Nummer 3 Project Zero, Mane of Blackwater. Ja, ich mag die Project Zero-Reihe, ich habe leider nicht mehr alle Teile, aber der fünfte Teil ist einer der besseren, wie ich finde. Man spielt verschiedene Charaktere. Wenn man das Spiel sich holt, die erste Stunde, würde ich sagen, ist ein bisschen zäh, weil man da an die Steuerung rangeführt wird, die auch nicht immer optimal ist und die hat auch eine Panzersteuerung, aber das waren die Project Zero-Teile immer. Aber wenn man die Teile mag und diese Geisterspiele mag, dann ist das ohne Bedenken zu empfehlen. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass Nintendo das Spiel nachher nicht nochmal als Einzelfassung veröffentlicht hat in dieser Version, weil es gibt das nur in der Limited Edition und die ist, glaube ich, vom Preis jetzt schon sehr, sehr teuer und ist ein bisschen ungerecht für die User, die A, nicht so viel Geld dafür ausgeben wollen oder auch nicht können. Da hätte man die Nintendo ja auch die normale Fassung ruhig nochmal für 30, 40 Euro veröffentlichen können. Grafik finde ich sehr schön, vor allem die Wassereffekte und die Charaktere, also die Figuren wurden sehr gut modelliert. Umgebungsgrafik, ja, hier und da ist es matschig von den Texturen. Die Steuerung ist wie gesagt träge, aber es ist ein gutes Project Zero und kann ich auch empfehlen. Ist auch ein Grund für mich, eine Wii U zu kaufen. Auf Platz Nummer 2 haben wir eins der schönsten Jump-and-Run-Spiele der letzten Jahre, meiner Meinung nach, und zwar Yoshi's Woolly World. Es ist zwar nicht so schwer. Und wenn man sich hier und da noch diese Items holt, dann kann man die Levels noch leichter machen. Dann kann Yoshi nicht mehr runterfallen oder kann fliegen. Aber wenn man alles sammeln will, hat man viel zu tun, um 100% bei jedem Level zu machen. Man hat ein paar Welten. Und wenn man Amiibos sammelt, hat auch gibt es da verschiedene Yoshis noch, die man dann haben kann. Man kann es zu zweit spielen, das ist toll. Es ist für mich auf jeden Fall eines der besseren Yoshi-Spiele der letzten Jahre. Und auch das ist wieder für mich ein Wii U-Grund. Weil das ist echt ein tolles Jump'n'Run. Es ist super. Es mag zwar leicht sein, aber ich finde, es ist einfach toll und es gehört in jeder guten Wii U-Sammlung. Tolles Spiel, süßes Spiel, top. Und auf Platz 1 haben wir dann Pokémon Tekken. Ja, ich bin ja ein großer Tekken-Fan, habe ich auch beim Unboxing gesagt. Und Nintendo hat hier mit Namco zusammengearbeitet und die haben ein cooles Pokémon-Spiel rausgebracht. Ich bin ja nicht der große Pokémon-Fan, aber das Spiel hat mir gut gefallen, obwohl der Story-Modus jetzt nicht wirklich berauschend ist. Macht der Spaß, vor allem ich bin so ein Typ, wenn ich ein Spiel mag, so wie sowas wie Dynasty Warriors oder Gundam Warriors oder One Piece Warriors, ich bringe gerne meine Lieblingsfiguren immer auf 100 und das kann man hier bei den Beat'em'up auch machen. Man kämpft, kriegt dann Erfahrung, kann man wieder ansetzen in andere Kräfte, in Energie, Stärke und macht seinen Pokémon, sein Lieblings-Pokémon dann zum stärksten, beziehungsweise macht es sehr stark und das finde ich cool und der Story-Modus ist in Ordnung, macht auch Spaß.
Und es sieht gut aus. Hier und da die Umgebung sind nicht alle perfekt gestaltet, aber ich finde die Eiswelt zum Beispiel sehr schön. Die Pokémon selber sind alle sehr schön gestaltet. Und kann ich jedem nur empfehlen, ist ein sehr gutes Beat'em'up. Wird sehr weit vorne sein in meinen Top 10 2016. Also war auch, glaube ich, ein Finitello selbst überrascht, dass das so einen Erfolg hat. Das war ja eine lange Zeit bei uns ausverkauft. Und ja, wenn ihr eine Wii U habt, holt es euch. Ist für mich auch wieder ein Must-Have. So, jetzt mache ich nochmal einen kurzen Schnitt und dann zeige ich euch nochmal alle 10 Spiele auf einen Blick. Und dann war es das auch mit dem Video. Bis gleich. Und da sind wir nochmal mit allen Spielen auf einen Blick. Wie gesagt, Pokémon Tekken ist für mich ein Must-Have für die Wii U. Ein tolles Beat'em'up. Sieht ganz gut aus. Also sieht sehr gut aus. Hier und da die Umgebung nicht so, aber die Charaktere, die Welten sind schön gestaltet. Gibt ein paar wenig Welten, aber ansonsten ein gutes Spiel. Auch der Story-Modus macht Spaß, obwohl die Story jetzt nicht so besonders ist. Trotzdem klare Empfehlung. Yoshi Woolly World ist für mich auch eine klare Empfehlung. Ein tolles, schönes Jump'n'Run, was vor allem den Zweispieler-Modus nochmal doppelt so viel Spaß macht. Project Zero, wenn ihr es findet, für kleines Geld noch so Geisterspiele steht, kann ich das auch empfehlen. Nur, wie gesagt, es hat seine Fehler, wie die Steuerung, hier und da matschige Texturen, die Kamera will nicht immer so, wie ihr wollt, aber im Ganzen eine tolle Story, schönes Spiel, nicht so wirklich Horror. Es kann aber auch sein, dass ich schon älter bin und das mich nicht mehr so erschreckt wie damals bei Teil 1 und 2. Aber trotzdem sehr gutes Project Zero, auch ein Must-Have für mich, wie auch The Legend of Zelda HD, Twilight HD. Auch ein Must-Have, wenn man eine Wii U hat. Es sei denn, man hat schon die GameCube-Fassung, die Wii-Fassung und muss es nicht noch mal hübscher haben. Und wenn einen diesen Bonus-Dungeon-Sachen nicht interessiert, dann muss man es sich nicht noch mal kaufen. Aber ich würde es mir kaufen, weil es ein tolles Zelda ist. Splatoon, ja, ist eigentlich auch ein Must-Have, weil es war eine neue Idee, es ist cool, es macht Spaß. Nur wenn man halt mehr auf Offline wie ich fixiert ist, dann ist es so eine Sache, da würde ich sagen, kommt drauf an, was man für ein Typ ist. Ich finde es cool, würde es empfehlen, aber für mich ist es jetzt nicht unbedingt ein Must-Have. Aber wenn man auf Online-Spiele steht, dann schon. Dafür ist Lego City Undercover für mich ein Must-Have für die Wii U, weil ich die Lego-Spiele mag, wenn es ein sehr gutes Lego-Spiel ist. Das sehen andere anders, weil es ein bisschen eintönig sein mag für den einen oder anderen. Aber für mich war es ein Must-Have und kann ich empfehlen. Tesla Grad. Ja, wenn man Geschicklichkeitsspiele mag und keine PS4 oder PS3 hat oder eine Vita, dann kann man sich das ruhig für die Wii holen, macht Spaß, ein tolles Spiel. Wo ich es noch nicht durch habe, ist eine interessante Story. Super Mario Maker, da ist es wie mit Splatoon. Es ist ein Must-Have, für kreative Leute sowieso, aber für mich jetzt eher der normale Mario mit Story-Spiele mag. Eher nicht so, aber es gehört in die Sammlung, aber ist für mich kein Must-Have. Trotzdem, wenn man kreativ ist, dann kann man sich das ruhig holen. Devil's Third hat ja sehr viel Kritik bekommen. Ich finde, das ist ein gutes Actionspiel, bis man es durch hat und alle Endgegner gemacht hat, die Unterschied zu besiegen sind. Macht Spaß, nervt auch hier und da ziemlich, aber man kann sich in die Sammlung holen, ist kein Muss, kann man sich aber in die Sammlung holen. Und obwohl die Story 0815 ist und der Charakter unsympathisch ist, hatte ich mit meinen Spaß mit dem Spiel. Und für 30 Euro kann man sich das in die Sammlung holen, muss man aber nicht. Dasselbe gilt auch für Nintendo Land. Hat sehr gute Minispiele, die vor allem im Multiplayer Spaß machen. Hat aber auch Minispiele, die langweilig sind. Aber wenn das hier kleines Geld sind, kann man sich das in die Wii U-Sammlung holen. Aber es ist kein Must-Have. Ja, das waren meine 10 Spiele. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt hier mal sagen, wie ihr die Spiele findet oder wie eure Eindrücke zu den einzelnen Spielen ist. Und würde mich über eure Kommentare und Bewertungen sehr freuen. Und ich werde euch mal die anderen zwei Parts von der Wii U-Sammlung unten in der Videobeschreibung verlinken. Wie gesagt, auch wie Trailer und ja, weitere Informationen einfach mal in die Videobeschreibung gucken. Würde mich über eure Kommentare und Bewertungen sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Gavatrons. Tschüss!